und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind gerade schon am Wolfendorn oben, das ist aber nur ein Zwischenziel. Genaueres verrät mal der Martin. Was sagen wir jetzt? Naja, es sollte eigentlich ein Zwischenziel sein. Wir fahren jetzt auf den Wolfendorn ab Richtung Pfitschertal. Schauen uns noch ein bisschen schneemäßig oben was dazuhängen können und wenn es nichts ist, müssen wir nach Sterzing fahren einen Kaffee trinken. So ein ist auch eine Zwischenetappe, nutzt eh nichts. Also E-Biker, weil ihr seht, sind ein bisschen entspannter, gell? Und Bach. Und ja. Dann Bach eine Hupfen, ja. Genau. Ja, und diesmal sind wir nicht alleine. Wir haben noch, stellt euch mal vor. Servus, servus, wir sind's. Ich bin der Bene, grüß euch. Ich bin der Manu von M1, Bene ist ein Spätzle von mir. Wir haben uns heute mal gedacht, wir fahren mal zusammen die M1-Bikes aus und machen eine kleine Tour. Genau, jetzt möchte ich bitte gelobt werden, dass die Leute sich auch vorgestellt haben im Video. Und wir müssen nur sagen, sie haben jetzt ein cooles Setup aufs Bike drauf gespielt. Das heißt, wir können jetzt individuell die Prozentleistung einstellen und haben fast mehr Akku wie unten losgefahren. Also man muss jetzt echt krass sagen, ich habe jetzt nicht so Akku gespart, wie der Zwischenboost gefahren, 1500 Höhenmeter auf dem Wolfendorn, 63%. Ja, er ist dazwischen zwar Boost gefahren, aber ihr müsst immer verstehen, er fährt dann trotzdem auch viel Eco, weil nicht, also das klingt nicht so, nur, wenn du hochboosten würdest. Man muss sagen, eine gute Mischung, 1500 Höhenmeter ist Anzug. Das heißt, ich kann mir zweimal auf über 3000 Höhenmeter. Währenddessen die Männer bei den Bikes spielen, können Ricky und ich jetzt noch schnell auf den Markt gehen, theoretisch. Aber da sieht man gleich die Kompetenz. Ihr habt Handschuhe und Öl und da ist voll Elektronik und Windows 10. Ja, wir gehen jetzt shoppen. Hardware, Software. Jeder, was er kann. Geht ihr shoppen, oder? Genau. Wir holen euch einen Brennermarkt da. Und ein Kaffee drin. Ende Juli sind wir noch mehr rum. Und Kaffee drin. Und Limele. Oh ja. Die Kompetenzen sind gut verteilt. Vicky und ich führen jetzt schon die Tour an, so wie das gehört. Noch wissen wir auch, wo es hingeht. Und die Sonne lacht schon. Es geht durch die Autobahn. Die Auffahrt ist unten rauf noch total easy, aber es kommt dann schon noch. Hier ist der Ausblick dann echt schon geil. Nicht, dass ihr denkt, wir können nur shoppen. Wir sorgen jetzt auch für genug Wasserhaushalt. Ah. Ja, die Lawine hat in so einen Druck. Ich hab das gut auffüllen, aber hab das Wasser. Da kommt der Rest vom Schützenfest jetzt auch auffüllen. Ja, da hätte man normalerweise Wasser auffüllen wollen, aber das geht jetzt erstmal nicht. Na gut, das werden schon wieder herrichten. Das ist total unfair. Und das letzte Mal war es geboren innoviert. Das lässige ist ja bei der richtigen Schleppkanne. Da sehen wir jetzt hinten runter, wo wir herkommen. Und hier vor den beiden haben wir dann schon unseren Gipfel. Aber ein bisschen zieht sich trotzdem noch. Sagen wir es so, das schlimme ganz steile kommt erst noch. Ja krass, was das noch für Schneeriegel sind. Die haben jetzt Revanche bei der Schneeballschlacht. Teil 1 ist aber leider nicht gefilmt. Ja, bis jetzt ist es richtig, richtig cool. Aber ihr seht, es ist teilweise super trocken und echt geil zum Hochfahren. Teilweise aber ganz schön matschig. Und wir fürchten, dass wir da oben dann noch einiges an Schnee kriegen. Ihr seht es auf der GoPro wahrscheinlich noch nicht, aber da ist so ein kleiner Bagger beim Zeug und mal schauen, was uns danach erwartet. Teilweise matschig und jetzt kommen wir langsam auch in den Schnee und das ist früher, als wir gehofft hatten. Oh, aber noch geht's ganz gut. Obwohl er recht meutig ist, geht's noch. Ja, so schaut es jetzt hier aus bei uns und noch geht es echt super gut zum Glück, aber der Bagger naht und danach ist natürlich nicht mehr geräumt, dann wird es erst so richtig spannend. Ah ja, da hat er reingegrinst, es wäre schon fast schief gegangen. Und, oh. Ja, Vicky klettert noch durch, trotz Hindernis. Und da vorne ist jetzt eben der Bagger und davor wäre dann unser Gipfel. Schauen wir mal, ob das was wird. Obwohl der Grat auf, das ist da recht cool.
da geht aber stark der Wind, deswegen darf es nicht wundern, wenn im Sommer der Wachs jetzt Zaun da ist, dieser Lawinenverbauung für das Fitschertal, der hebt quasi die Wächten. Und am Grat geht es dann echt gut mit dem Schnee, das Problem sind immer diese Kessler, das seht ihr. Wow! Wer sein Rad liebt, der schiebt. Dümmster Spruch ever, aber er fällt einem trotzdem immer wieder ein. Da oben kann man schon wieder fahren. Hier müssen wir noch kurz schieben, aber bisher läuft's. Da sieht man, was doch alles geht. Stadtsteil. Ja, aber jetzt geht's so richtig los. Jetzt sind wir froh ums E-Bike. Jetzt sieht man schon in den einen Trail rein, aber ihr seht, hier oben liegt echt noch einiges an Schnee. Und von dem her ist noch nicht alles möglich. Aber viele. Und dann lief auch schon das interne Battle, wer am meisten fahren kann. Wobei, das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen versuchen alles zu fahren und doch ein paar Körnchen zu sparen, weil manchmal ist das ewige Auf- und Absteigen anstrengender, als einfach nur mit der Schiebefunktion hochzuschieben. Und irgendwann ging es dann auch schlichtweg nicht mehr zum Fahren und es musste geschoben und getragen werden. Ja, jetzt seht ihr schon, jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach. Zum Teil liegt noch ein bisschen Schnee im Weg, was es noch schwerer macht. Und generell, hier muss man auf jeden Fall tragen. Mit Schieben mit dem E-Bike geht da auch nichts mehr. Ja, zwischenzeitlich geht es dann doch immer wieder zum Schieben. Aber halt auf keinen Fall komplett durchgängig. Wer auf den Gipfel will, muss zwischendrin auf jeden Fall auch tragen. Kann man es aber bald. Er war schon oben. Er nimmt jetzt mein Rad, hat er gesagt. Jetzt geht er wieder ohne. Schaut ja. Euch das mal an. Frechheit. Yes! Oben sind wir. Es wird schon wieder gefachsimpelt über die Wege. Wie immer. Ich habe nur noch Jugendstrecke. Martin erzählt von den ganzen Trail-Varianten. 6 Stück gibt es hier runter, hat er gemeint. Heute zeigen wir euch eine. All inclusive. Special. 6 Tage und 1 Tag Pause. Dann. Ja, das stimmt. Wir haben einen Tag nur Cappuccino. Willst du noch ein paar Highlights aufzeigen? Was haben wir denn highlightmäßig? Ja. Nimm's, dann schaust du. Also mein Highlight ist jetzt auch was. Mein Highlight ist so eine Wurst. Also, ein Highlight ist da hinten quasi die Dark Side, eure Hammer-Sache. Dann die Via Normale Richtung Süden, eure, was wir heute fahren. Ist ein Wahnsinn. Dann über die Postalmen, die 2 Varianten. Absoluter Highlight. Und schwenken nochmal durch. Jetzt und dann könnt ihr es sogar durchschießen bis zu Europa hinten und durchfahren und ob es auch noch mit 2 Varianten. Oder halt dann gleich. Petra, hinten euch auf Tirol. Das ist echt ein Wahnsinn. Geil. Was denn? Und da sehen wir den Brennersee auch ziemlich cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher. Der sieht ja mega geil aus. Leider kann man da nicht so idyllisch daneben stehen, wenn man ehrlich ist. Ja, in der Stau ist schon. Haha. Das Kreuz ist auch schon ganz schäbs. Ja. Gipfeljause. Diesmal sitzen die alle so verstreut, dass ich dazwischen schon Sport machen muss. Ja. Jetzt können es nur mal leben, oder wie? Salami und Brot. Wie immer. Ja, danke. Oh. Ja, nicht fliehen jetzt. Ich mache jetzt ihr müsst jetzt die Jausen präsentieren. Fräsen. Ah, ja. Bayerische Brezen. So, so. Ich glaube, Mainz schneidet da jetzt nicht so verkehrt ab. Schaut mal her. Geilo. Nach der gemütlichen Gipfeljause ging es dann auch ab auf den Trail und der ist natürlich im oberen Teil auch ziemlich steil und verblockt und mit den Schneeresteln echt nicht zu unterschätzen gewesen, weil natürlich nasse Felsen und vor allem auch nasse Erde ja doch immer
sehr, sehr rutschig sind. Und von dem her mussten wir uns oben schon ordentlich anstrengen, einiges fahren zu können. Aber ab dem Teil, wo dann die Lawinenverbauung kommt, ist es super einfach und flowig. Da hat es dann einfach nur noch Spaß gemacht. Und von dem her hieß es oben erstmal ein bisschen anstrengen und durchbeißen. Aber natürlich mit genialstem Panorama. Hinten die verschneiten Gipfel, das konnte sich schon sehen lassen. Und dann eben unten den Trailflow genießen. Wer war von euch denn schon am Brenner unterwegs? Das ist, glaube ich, so eine etwas unterschätzte Gegend. Man fährt ja immer durch, wenn man zum Gardasee oder eben ans Meer fährt und macht selten einen Stopp. Aber gerade von uns aus ist es nur eine Stunde weg. Und ja, dort ist Radlfahren erlaubt, was natürlich sehr, sehr gut ist für uns. Dann kann man es auch ohne schlechten Gewissen filmen. Und man hat einfach auch nicht so das Gefühl, unerwünscht zu sein, wie teilweise bei uns zu Hause. Aber gleichzeitig ist auch einfach in der Gegend bisher so wenig los, dass man großartig niemanden stört, was natürlich umso schöner ist. Sicher schon bemerkt, ab hier ist der Trail deutlich, deutlich einfacher und von dem her, wenn man sich die Plagerei auf den Gipfel nicht antun will, kann man natürlich auch einfach nur bis zum Joch raufradeln und dann direkt auf diesen leichteren Teil des Trails einsteigen. Und hier gab es nochmal ein Schneefeld zum Absurfen. Das
hat sich auch gar nicht verhindern lassen, weil der Weg zweimal abgeschnitten worden ist durch das Schneefeld. Und dann haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen und sind gleich darüber runtergesurft. Naja, so gut wie eben nun mal möglich, weil so ein bisschen kritisch ist es schon immer im Schnee, dass man stecken bleibt und dann auch gleich mal vorne übergeht. Aber gut überstanden ging es dann auf den wirklich flurigen Teil des Wegs. Und ja, das ist irgendwie so durchgehend S2, würde ich behaupten. Wenn es trocken ist, so wie bei uns, da war es einfach super trocken, dann war es einfach nur richtig spaßig und hat ordentlich gestaubt und bietet schon so ein richtiges Urlaubsgefühl. Also auf jeden Fall einen Abstecher wert. Wir haben den ganzen Tag auf dem Berg niemand anderen getroffen, was echt krass ist für Wochenende und mega schönes Wetter. Das war wohl einer der ersten Tage, die über 30 Grad geknackt haben im Tal. Diese super warmen Tage eignen sich ja immer perfekt für Berge, die etwas höher sind, weil es dann natürlich auch oben noch angenehm warm bleibt. Und wenn es unten schon kühl ist, dann ist es oben ja immer so richtig kalt und ein bisschen wie Überlebenstraining. Von dem her versuchen wir höhere Berge immer an eher warmen Tagen zu machen. Voll Enduro, ey. Juhu!
Mal die Kamera umgeschnallt. Die haben versucht, die Vicky zu jagen, aber wiederum, die hat denen ordentlich Stoff gegeben und so haben sich die zwei M1-Jungs ordentlich schwer getan, dran zu bleiben. Aber ihr seht, wir hatten eine Mordsgaudi und ja, der Weg eignet sich einfach super für so Treibjagden sozusagen. Also er war einfach nicht allzu schwer, super flowig, richtig spaßig und einfach auf so einem Waldboden. Also ja, war mega witzig. Ach so, ein Fels? Ja, Fels, ey. Traum. Die Fels. Nice, Alter, was ist das für ein geiler Trail? Total. Panorama mega, deswegen machen wir jetzt mal einen Schwenk, währenddessen die Männer die Schaltung anschauen. Schauen wir lieber Panorama, geil. Oder? Absolut geil. Und da wird eben gerade an der Schaltung gewerkelt. Und es beginnt wieder, die Bäume sind zurück. Alle brav absolviert. Ja,
Auch von dieser Hochebene aus bis nach Sterzing runter haben wir dann noch einige Trails mitnehmen können. Da ist mit dem E-Bike super, weil es immer wieder rauf und runter geht und normalerweise nach dem Wolfenborn hat man dann nicht mehr so viel Lust auf großartiges Rauf- und Runtertreten. Aber natürlich mit dem E-Bike überhaupt kein Thema. Und von dem her haben wir trailmäßig noch mitgenommen, was auch immer sich alles angeboten hat. Und das war wirklich noch eine ganze Menge. Gerade ein Tag mit Fred Inc. ist er wieder auferstanden, das war klar. Aber kurz haben wir es trotzdem angefangen. So, jetzt gibt es Zwischenstopp in Sterzing. Ja, irgendwie. Niki macht Insta-Story. Oh, sind wir alle glücklich? Boah, Happiness, ja. Sagt euch das so. Sprung in den Bach. Schön schaut er aus. Da steht schon drin. Ja. Wir treten jetzt den Radweg zurück zum Auto und über uns läuft die Brenner-Autobahn. Jetzt sind wir schon auf der anderen Seite von der Brenner-Autobahn. Unser Update von heute Morgen hat sich schon gelohnt. Vickys Akku ist fast leer und jetzt wird sie geschattelt. Leider geil. Ganz schön lange. Da haben wir jetzt immer länger wie Hitze. Da haben wir schlagen ein. Achtung, da hinten dabei. So, bei denen ist jetzt auch einseitig der Strom beendet. Ich glaube, man sieht, wer keinen mehr hat. Wir sind gut zurück. Ja, mega. Der Präsident, das haben wir auch. Akkus sind leer.
Ich hab noch. Die sind voll. Musst aufpassen, nicht, dass wir den Murphy schicken am Berg. Aha. Ein Viertel schaffe ich bestimmt noch. 25. Bei mir wissen wir es nicht, ich habe immer noch einen. Also ich habe noch 750. Zweiter Akku. Toll, das war wirklich schlecht. 102%.